Beim 37. Rödermer Cup hat man lange bei der Germania gebraucht. Ja. 200 Minuten kein Stürmertor und heute gleich 5 Stück. Ja. Und läuft es besser jetzt? Wir haben einfach jetzt ein anderes System. Ne? Wir spielen 4-4-2-System und vorher hatten wir 4-1-4-1, was für einen Stürmer super schwierig ist. Allein da vorne gegen 4 Abwehrspieler im Grunde genommen. Da haben wir es einfach nicht geschafft, vom Mittelfeld nachzuschieben. Heute mit 2 Stürmern war das zumindest von der Offensive her deutlich besser. Klar. Okay, für die Liga ist natürlich klar, letztes Jahr 5. Dieses Jahr soll es besser werden, nehme ich an. Breitere Kader, ist der Konkurrenzkampf entsprechend groß? Absolut. Also viele Positionen sind doppelt gleich gut besetzt und von daher freue ich mich einfach, dass wir so viele Spiele haben und so viele willige und gute Spieler. Eine Frage noch persönlich. Trainer Alexander Lorenz oder Spielertrainer? Heute 90 Minuten in den Knochen. Trainer. Trainer? Ja. Also war das jetzt nur mal ein Ausreißer hier fürs Rödermark-Publikum? Einfach, um auch die Jungs zu schonen für morgen. Aha, also ist dem Spiel gegen die TS dann viel Bedeutung, wird dabei gemessen, oder? Es ist für uns natürlich ein, ja, wie soll man sagen, ein wichtiges Spiel für uns, weil wir uns einfach messen wollen mit Gegnern, die stärker, also zumindest von der Liga her stärker sind. Und es ist ein wichtiger Test und ein guter Test, weil wir nur noch ein Testspiel haben. Von daher ist es natürlich... Die Germania hat den Cup 21 Mal gewonnen. Mit dem Sieg heute ist man wieder nahe dran, vielleicht das 22. Mal doch zu packen. Wir wünschen uns das und wir werden dafür alles geben. Alles klar, na dann. Für die Saison alles gerüstet oder gibt es schon erste Verletzte oder Ausfälle zu beklagen oder ist alles im Lot? Also Daniel Babic hat sich, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, leicht verletzt mit der Bänderdehnung bei dem ersten Rödermark-Cup-Spiel. Aber ansonsten ist alles an Bord. Dann erstmal vielen Dank für das Interview. Alles Gute für die Saison.